Hallo und willkommen zurück bei den Two Brothers. Wir haben heute nochmal was Neues für euch da, also ein kleines Update für euch. Und zwar haben wir jetzt doch noch über Umwegen den DX05 bekommen. Und zwar, das ist die Staubabsaugung, die auf den DHR182 passt. Ich wollte es unbedingt haben, um zu testen und um zu schauen, wie sie sich schlägt, weil sie halt komplett mechanisch funktioniert und halt nicht irgendwie mit einem Kontakt über die Maschine also angetrieben wird. Dass sie kein eigenes Saugsystem, sag ich mal, haben, sondern nur unter Unterdruck funktioniert. Kommen wir aber erstmal zu den paar Eckdaten, die Maschine so an sich mit sich bringt. Und ja, gucken wir mal rein. Wir haben hier, wie bei fast allen Staubabsaugungen von Makita, einen HEPA-Filter mit verbaut. Das ist ein High-Efficiency Particulate Air-Filter. Wir sagen einfach mal heute HEPA-Schwebstofffilter. Das reicht mir eigentlich allzu genüge. Und genau, wir haben hier unten die kleine Staubbox mit angebaut, die sich super einfach mit entleeren lässt. Also habt ihr gerade gesehen, die kann man hier wirklich sehr schnell und sehr einfach halt mit rausholen. Sag ich mal, einfach hochklappen und habt ihr hier unten euren Staubbehälter wohl einfach auskippen könnt. Kommen wir dann gleich zum nächsten Thema, wenn ich das schon offen habe. Und zwar hier ist dieser kleine Heberfilter. Da finde ich, ist ein kleiner Nachteil, wenn ich den richtigen reinigen möchte oder halt mal auspusten, austopfen möchte, ist der halt in dem Gehäuse mit verbaut. Ich müsste halt hier an dem Gehäuse diese 6 Nasen mit alle aushaken oder aushebeln, damit ich von hinten an diesen Filter komme. Dann kann ich ihn ganz einfach rausholen. Aber ich finde, die Lösung ist nicht die schönste. Ich glaube, es ist bei den anderen Absaugungen ein bisschen anders aufgebaut. Aber naja, man kommt auf jeden Fall dran, man kann ihn sauber machen, man kann ihn austauschen, man kriegt auf jeden Fall noch was Neues. So, kommen wir dann nochmal zu einem kleinen Update, was fast alle Absaugungen von Makita bekommen haben. Und das ist so eine Art mechanische Abklopffunktion, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar hier unten befindet sich ein kleines Rädchen und ihr werdet es mal hören. Es ist nichts anderes, als dass eine Feder, sagen wir mal, umspringt und das ganze Gehäuse in Vibration oder einen Stoß versetzt, sodass der Filter mit abgeklopft wird. Ich glaube, es bringt in den meisten Fällen ein bisschen mehr, wenn ich das Ding einmal aufmache und kurz mal ein bisschen anklopfe, dass da der Staub rauskommt. Habe ich, glaube ich, mehr gewonnen. Müssen wir mal schauen, wie es sich schlägt. Also ich kann es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber an sich noch ein kleines Feature, was wir mitgebracht haben. So, dann kommen wir nochmal zu dem Tiefenanschlag. Das ist ein ganz wichtiges Thema in meinen Augen. Und zwar, wie bei allen Absaugungen, haben wir natürlich eine Tiefe, eine Standardtiefe, also eine Starttiefe, die wir einstellen können von dem Hub an sich. Das können wir noch tun und natürlich auch den Tiefenanschlag mit einstellen. Das heißt, ich kann dann, sag ich mal, nur eine gewisse Tiefe, die ich haben möchte, kann ich vorher einstellen und dann geht der Anschlag nur bis dahin und ich habe, sag ich mal, nur die Tiefe erreicht, die ich brauche. Nachteil dabei, es ist keine Skala mit verbaut. Das heißt, ich müsste halt immer irgendwie nachmessen mit einem Zollstock oder etc. immer nachschauen, dass ich auch genau die Tiefe mit erreicht habe und damit ich halt nicht zu tief bohre auf jeden Fall. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob so bei den meisten halt nicht mit verbaut haben. Also eine Skala ist da irgendwie nie mit dran. Ich kann auch mal bei einem Mitbewerber gucken, ob das wirklich auch so der Fall ist. Aber ich meine, dass ich bei den anderen schon mal gesehen habe, dass da eine Skala mit dran ist. So, was ihr auch noch beachten müsst, wenn ihr diese Absaugung hier drauf habt auf diesem Bohrhammer, ihr könnt, um die Absaugung richtig benutzen zu können, eine maximale Bohrerlänge von 160 mm verwenden. Wenn die 160 mm überschritten werden, seht ihr jetzt schon, dass der Bohrer hier oben rausstehen wird. Also der steht wirklich haargenau bis zur Kante. So kann man damit arbeiten. Absaugung funktioniert dann auf jeden Fall. Sobald ich jetzt natürlich hier den Tiefenanschlag nach hinten setze oder sowas, dann wird das halt nichts mehr werden. Ne? Also dann ist ja klar, ich bohre hier vorne, Absaugung kommt erst später, da wird nichts abgesaugt. Ne? Also 160 mm Maximum sollte ich auf jeden Fall beachten. Und dann eine maximale Bohrtiefe, wenn man den ganzen Anschlag mit reinschiebt, sind hier auf jeden Fall 100 mm. Also ihr könnt dann maximal 100 tief gehen mit der Absaugung komplett dran. Das sollte man auf jeden Fall auch noch beachten. Das heißt, die meisten 10 mm Bohrer, die ich halt habe oder die ich halt da hatte, alles was bis 10 mm geht, haben halt diese Gesamtlänge von 160 mm. Hier habe ich einen 12 mm Bohrer und der hat schon eine Gesamtlänge von 22 oder 220 mm. Deswegen da auf jeden Fall drauf achten. Mit den großen Bohrern wird es da ein bisschen schwierig. Super, wie gesagt, die Maschine oder die Absaugung läuft rein über die Mechanik des Bohrhammers. Und zwar haben wir hier ein Luftrad zur Kühlung des Motors von der Maschine. Das erzeugt einen Unterdruck unten drunter und betreibt dadurch die Staubabsaugung. Das werden wir jetzt aber gleich nochmal genau testen, ob das wirklich auch so funktioniert. Wir werden ein paar Bohrungen, 10 mm, ausprobieren ohne Staubabsaugung und wir werden auch ein paar ausprobieren mit Staubabsaugung. Dann werden wir mal sehen, wie wirklich die Absaugung funktioniert, ob es wirklich gut funktioniert und ja, dann werden wir mal schauen, ob das klappt. Bis gleich!
So, mein Fazit, also ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen, es war wirklich auf dem Tisch fast gar kein Staub mehr. Es waren ein paar kleine Körnchen, die halt noch hier rausgekommen sind. Und was mich wirklich überrascht hat, ist diese Abklopffunktion. Also ich werde nochmal eine kleine Aufnahme von machen. Das ist einmal der grobe Staub, der große Haufen, das ist sozusagen nur von der Absaugung, also das ist alles von der Absaugung, ist reingegangen. Aber das Grobe war sozusagen im Behälter drin. Dann habe ich ihn ausgekippt und habe dann nur unten diese Abklopffunktion verwendet. Und dann kam halt wirklich aus dem ganzen Filter der ganze Feinstaub nochmal mit raus. Und das fand ich schon bemerkenswert. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Das ist halt, klar, ein bisschen nochmal abklopft auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die meisten werden das auch mit Sicherheit einfach so verwenden, dass sie nochmal auf keinen Tisch klopfen. Es kommt immer noch was raus, ist klar, ist halt, ne, der Filter sammelt sich schon ein bisschen was mit drin. Aber lässt sich relativ einfach, glaube ich, sauber machen. Ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass die Absaugung ohne eigenen Antrieb so viel mit wegsaugt. Also ich dachte, dass es viel mehr vorbeigehen wird. Und deswegen ist es für mich definitiv großer Pluspunkt für die Maschine. Also wenn man sich überlegt, dies zu holen, sollte man auch in Erwägung ziehen, sich diese Absaugung gleich mit dazu zu holen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!